Suntei, ich begrüße dich ganz herzlich hier zum neuen aktuellen Wochenreading in dieser ersten Aprilwoche. Und wie du siehst, es gibt jetzt hier mal ein kleiner Probelauf, eine neue Gestaltung des Wochenreadings, kurz, knackig, ja, ein bisschen frisch, in einem anderen Modus, wo wir einfach schauen, für uns alle, was ist das Thema der Woche, um was geht es, was ist die Botschaft, dann hier, was ist unsere Herausforderung, ja, was müssen wir beachten, wo gibt es vielleicht eine kleine Warnung und hier haben wir die Botschaft mit diesem wundervollen Monoatom Andara, was uns unterstützt und hilfreich ist. Also in diesem Sinne, nicht so diese persönlichen Stapel, wobei du kannst natürlich auch ganz spontan dann für dich entscheiden oder wählen, welche dieser Kartenbotschaften vielleicht auch für dich ganz persönlich nochmal eine bestimmte Nuance oder Facette trägt. Ja, also es ist ein allgemeines Reading mit diesen drei Aspekten, also die Botschaft, um was es eigentlich geht, die Herausforderung und was unterstützt uns. Und als Bonus gibt es dann diesmal statt einer Einschwingung zu Beginn eine Energy Card, wo wir schauen, was wir noch tun können, was uns da noch hilfreich ist. Und das schwinge ich gerne mit dir, mit euch zusammen ein. Als kleine Energiearbeit. Das heißt nicht, dass es nicht weiter Einschwingungen gibt oder auch mal ein größeres Reading, aber diese werde ich dann extra aufnehmen oder halt zu speziellen Themen veröffentlichen. Aber das Wochenreading einfach jetzt mal so, mal schauen, wie das dir gefällt, wie es euch gefällt, als kurze, knackige Botschaft. Und wie gesagt, es sind alle drei Aspekte, jeweils auch hier habe ich einen Monoatom Andara Crystal natürlich drauf, weil da gibt es natürlich dann auch schon die Botschaft. Was will uns auch hier diese Kristallenergie hier sagen oder uns unterstützen? Ihr wisst ja, das sind die Aufstiegskristalle. Könnt ihr auch immer alles erwerben bei mir im Shop, ist verlinkt unter dem Video. Und wie gesagt, du kannst nochmal speziell dann schauen, spontan, ist da noch eine Botschaft, die dich auch nochmal ganz persönlich triggert oder für dich wichtig ist in dieser Woche. Noch was möchte ich sagen, ist, dass ich wieder ein Zoom-Webinar gebe, ein Live-Zoom-Webinar, und zwar am Karfreitag, das ist der 15.04. abends. Und da gibt es ein wundervolles Osterchanneling durch die geistige Welt. Ja, sie macht mich wieder auch ein bisschen mobil in der Hinsicht und sagt, jetzt ist auch wichtig, es hat ja jetzt das neue Jupiterjahr begonnen. Der April wird auch noch ein bisschen herausfordernd sein von den astrologischen Konstellationen. Dann haben wir zweimal Neumond, einmal ist sogar schon was mit einer Finsternis wieder. Ich glaube, das ist dann der letzte Neumond, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ja, da gibt es dann ein Channeling wieder mit der geistigen Welt, Mutter Maria im Zoom-Webinar. Circa so eine Stunde, anderthalb mit Aufzeichnung natürlich. Und das heißt, du kannst auch nur die Aufzeichnung buchen, aber live dabei sein ist natürlich immer schön, weil wir direkt Botschaften empfangen. Mutter Maria, die Aktorianer, es haben sich zwei Aktorianer aus dem Rat, aus dem kosmischen Rat gemeldet, die uns da auch unterstützen. Wir werden die Herzlichtflamme mit Serapis Bay und den Engeln wieder aktivieren, unsere Aufstiegsherzflamme, ganz wichtig. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Du kannst einfach schauen auf meiner Website. Ich verlinke das auch nochmal unter dem Video und dich dann direkt anmelden. Ich freue mich, wenn du da dabei bist, weil das unterstützt uns und hilft uns immer wieder, wenn wir solche Aktivierungen bekommen. Und es ist einfach eine wunderschöne Energie, die uns wieder ein bisschen, ja, voranbringt und uns einhüllt und uns, ja,
vorbereitet und unterstützt. So, jetzt beginnen wir. Wundervoll, Monoatom Andara, das ist ein Angel Aura Rose. Die Kamera, wie gesagt, leider färbt immer alles blau. Ich muss mal schauen, wie ich das mal ändern kann. Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Das ist ein wirklich rosa, das ist pink-rosa Angel Aura. Das heißt, er hat diesen Schimmer. Man sieht so ein bisschen jetzt, wenn das Licht reinfällt. Ja, sieht man es. Also der ist richtig schön. Die Bilder könnt ihr aber auch, kannst du auf der Webseite schauen, wenn er da noch verfügbar ist. Sind halt immer schnell ausverkauft auch. Und das ist ein Rose. Ich schaue mal, ob er es ein bisschen in der Nahaufnahme, ja, das Schimmern sieht man, aber er ist richtig schön lila-rosa, nicht so blau, wie er hier erscheint. Und das heißt schon, hier geht es ganz viel in der Woche um Herzenergie. Das ist eine ganz hohe Herzschwingung von den Andaras, die göttliche Quelle, auch die aufgestiegenen Meisterinnen wie Lady Nada, und auch Erzengel Charmuel und die Elohims vom Rosastrahl. Und ja, auf jeden Fall Herzöffnung, Verbindung, Verbindlichkeiten, ja, Liebe, bedingungslose Liebe, Selbstliebe. All das spielt schon mal eine ganz große Rolle hier in dieser Woche. Und dann schauen wir auch direkt rein, was sich denn hier auch noch verbirgt für eine Botschaft unter diesem Angel Aura Rose. Und ja, passt perfekt. Ich lege die Andaras ja immer auf die verdeckten Karten. Und wir haben hier die 6 der Scheiben. Und man sieht hier wunderbar zwei Frauen, die hier wie eine Zeremonie mit dem Tee ja, genießen, zelebrieren. Es ist ganz viel. Auch hier haben wir diese Blumen, dieses Pink Rose hier oben auch, die Blüten, alles in diesem Rosé und Rosé-Pink gehalten. Und hier steht auch ein Mann auf der Teekanne und jeder Tropfen, also hier geht es auch um Verbindungen, Gleichgewicht, Balance. Wir haben hier die Waage abgebildet auf der Teekanne, auch die Zahl 2, ja, beziehungsweise 3. Der Mann steht ja auf der Kanne und schau, dass kein Tropfen daneben geht, dass alles gleich verteilt wird. Also es geht hier um Geben und Nehmen, Zelebrieren, Verbindungen, Verbindlichkeiten, aber alles in einer ja, ganz sanften, friedvollen Atmosphäre. Also das heißt, es repräsentiert hier ganz klar im Jetztsein, genießen, Zweisamkeit oder einfach in einer Verbindung mit einer guten Freundin, Freund, Freundeskreis, wie auch immer, Partner, Partnerin. Es geht auf jeden Fall um dieses Gleichgewicht und zu schauen eben, dass jetzt nichts unnötig verschüttet wird. In jeglicher Hinsicht, also Liebesthema, ganz klar, also Freundschaften, Beziehungsebene, da steht ja auch die Zahl 6, immer für diese Balance, den Ausgleich auch. Das heißt, es gibt auch förderliche Unterstützung, Gespräche, aber alles in einer wohlgesonnenen, ruhigen, ja so ein bisschen privaten Atmosphäre. Ja, also nehmen wir uns auch Zeit für alle Gespräche oder Termine oder wenn irgendwo eine mit jemandem ein Treffen ansteht, egal ob das jetzt beruflich ist oder privat, wirklich hier Acht geben auf Kleinigkeiten, auf die Details. Das heißt also auch für sich, das steht hier auch ganz viel für körperliche Ausstrahlung, ja. Also für den Körper, also dass wir auch schauen, genau, bin ich wohl auf, geht es mir gut. Auch sich, ja, hier ne, schön zurecht machen, ein schönes Ambiente, ein schönes Umfeld, all das, also wirklich hier so Kindness, ja, liebevoll, achtsam, nicht nur für sich, sondern auch zum Gegenüber, also zum anderen sein. Also wirklich eine freundliche, positive Atmosphäre der Gleichberechtigung schaffen. Und das geht es hier. Und wenn wir das beachten
und das auch hier annehmen und selbst schauen, bin ich im Gleichgewicht, ja, genießen auch, ja, also nichts in Übermaß, aber auch nicht jetzt zu sehr klein halten, sondern schauen, dass alles gut im Gleichgewicht, in dieser Balance ist, dass die Tassen gleichmäßig gefüllt sind, also dieses Thema wieder, ne? Auch Gleichberechtigung, auch bei geschäftlichen Dingen, okay, keine Kompromisse eingehen, ja, zu sagen, okay, dann stecke ich lieber zurück oder ich begnüge mich jetzt mit weniger, nein, sondern wirklich darauf achten, sind die Bedingungen hier auch wirklich gerecht verteilt, also auch Thema Gerechtigkeit, Ausgleich. Und wie gesagt, Unterstützung, eine sehr, sehr förderliche, freundliche Energie und ja, wohlwollende und ja, förderliche, unterstützende Situationen, Menschen auch, die hier in dieser Woche ja, uns gut geneigt sind oder wo die Dinge gut laufen. Wenn wir das beachten, in der Präsenz, Gleichgewicht, Balance, Ruhe, alles schauen, alles auch abwägen, ja? Freundlichkeit und das beachten. Und dann haben wir hier ein schöner Aspekt für diese Woche. Und jetzt schauen wir mal rein, was denn unsere Herausforderung ist. Das ist auf dieser Seite. Die Karten habe ich wieder unter dem Video auch verlinkt, wenn dich die interessieren. Und hier habe ich einen Monoatom Andara gewählt. Das ist ein Magenta, ein Tiefmagenta. Der hat auch so ein bisschen kristalline Energie. Man sieht es immer, wenn hier so Kristalle hier vorne noch hier sich ausbilden. Und der hat wirklich ein ganz leuchtendes, muss man schauen, ja, so ein bisschen an den Rändern sieht man es, eine leuchtende Magenta. Ja, hier sieht man schön. Magenta-Leuchten, Magenta-Farben. Und das steht ja auch für ja, emotionale Themen. Ja, der Magenta-Strahl verbindet ja schon so den roten, aber auch den blauen, also das männlich-weibliche Thema. Auch hier wieder das Thema Balance, aber mehr von den Aspekten her. Und tiefer gehend, also der geht tiefer in die Emotionen rein, tiefer in die Schichten, wo es vielleicht auch noch Themen gibt, also Verletzungsthemen, alte Themen oder jetzt auch entstandene Herzthematik, also Herzchakra, emotionale Themen, die hier noch, ja, vielleicht auch ein bisschen in die Heilung gehen dürfen oder bedürfen. Und auch so, ja, er ist, scheint ja auch so ein bisschen dunkel auf den ersten Blick und trotzdem trägt er dieses, ja, Purpur, dieses magentafarbene Feuer in sich, was ja auch schon so ein bisschen in Richtung Transformation geht, aber auch Göttlichkeit, ja, eine starke Kraft, also oben und unten, blau und rot, ja, diese Farbenergien. Und da haben wir natürlich auch dementsprechend die Meisterenergien und Engelenergien von diesem Magenta-Strahl, aber eben schwingt auch immer Blau und Rot mit rein. Ja? Und da schauen wir mal, was da denn unsere Herausforderung ist. Also es geht auf jeden Fall um ein tiefsitzendes emotionales Thema noch, ja? Wo noch jetzt erlöst werden darf, kann oder eben wo wir da jetzt auch ein bisschen achtsam sein dürfen. Ja, schauen wir da mal rein, was da die Botschaft ist. Oh, wow, ganz interessant. Dark Matter haben wir hier. Und das schaut erstmal oder klingt erstmal so ein bisschen unheimlich, die dunkle Materie. Ja, was bedeutet die dunkle Materie? Wir sehen hier eine Frau, aber ja, wie so in einem Zeittunnel, so ein Dimensionstor, aber auch schau hier, leuchtet aber in ihr ganz viel Lichtvolles, auch über den Solarplexus bis ins Herzchakra. Wir haben Schmetterlinge, was auch für die Transformation steht, in allen Farben und Variationen. Auch auf dem Mund ist ein Schmetterling, das heißt, es ist was Verborgenes noch.
Es geht hier auch um verborgene Dinge, um nicht ausgesprochenes oder auch um noch nicht erkanntes auch. Mal schauen, ob er jetzt den Fokus macht. Ja, jetzt Zoom macht er. Das heißt, wir befinden uns in dieser Woche auch jetzt so ein bisschen in so einer Twilight Zone, würde ich es mal nennen. So kommt es jetzt gerade, Twilight Zone. Passt auch dieser magische Magenta an da. Das heißt so das Numinose, das Unbekannte. Also die dunkle Materie, da wird ja schon viel drüber gesprochen, man weiß es ja nicht genau, also es wäre so die Antimaterie zu dem, was man schon sichtbar ist, das Unsichtbare, also das Gegenstück immer zu dem, was da ist, was sichtbar ist, gibt es ja in allem so einen Spiegel oder so ein Gegenstück und genau das ist ein Portal. Das kann sehr herausfordernd sein, weil es numinos ist, das heißt, das ist wie ein Feld, wo wir im Dunkeln navigieren, ja, wo wir noch gar nicht wissen, okay, was ist da, was passiert da, was finde ich davor, das ist so wirklich, wow, ein Mysterium oder ja, ganz magisch, mystisch, finde ich, passt aber sehr gut, weil vieles ist ja jetzt gerade im Umbruch, das heißt, wir können es auch gar nicht benennen, ja, es ist wie, das ist so etwas, was jetzt erfahrbar ist. Das kann sein, wirklich andere Dimensionsebenen, andere Realitäten, was viele wahrnehmen oder erfahren, wo man sagt, ja, ich habe das jetzt irgendwie ganz anders erfahren die Woche oder die Energie oder was gerade bei mir passiert. Und der andere sagt, nee, bei mir ist doch das und das. Also da ist so wirklich jetzt alles möglich. Ja, das ist wirklich alles möglich und eben auch ganz vieles, was wir noch nicht kennen, zu dem, was bisher sichtbar ist. Ich würde mal sagen, es ist nicht alles so, wie es scheint. Ja, also nicht alles so, wie wir es wahrnehmen, ist auch tatsächlich so. Das ist der Faktor The Dark Matter. Ja, und doch passiert hier ganz viel Transformation, Neues, das hier entsteht. Und ich würde sagen, das ist dieses Numinose, was jetzt so im Hintergrund wirkt. Also in all diesem ganzen Geschehen, wo wir das sehen oder das hören und das lesen und die Information und diese Schlagzeile, passiert hier halt anscheinend auch noch was hinter den Kulissen, hinter der ganzen Szenerie. Und das ist aber auch was ganz Großartiges, ein großes Potenzial, das auch teilweise noch gar nicht entdeckt ist, ja, in uns selbst, in jedem Einzelnen von uns. Und im ganzen Kollektiv natürlich wieder. Das heißt auch hier wieder, welche Realität erfahre ich gerade? Welche Seinsebene? Ja? Und eben auch genau schauen, was triggert mich denn da und was steht denn da dahinter? Also alle Situationen oder Dinge, die da passieren, jetzt auch mal wirklich spiegelverkehrt machen, mal zu schauen, okay, das nehme ich jetzt so wahr, aber ist das auch wirklich so? Ja, was wäre die andere Seite dessen oder beziehungsweise ja, diese Seite erst einmal entstehen zu lassen? Ja, weil es ist ja im Verborgenen. Wir wissen es ja oft dann gar nicht. Also das kann sehr herausfordernd sein, ja, weil wir wollen ja immer noch alles schon jetzt mal begreifen, verstehen, aber da wirken Kräfte, da wirken jetzt Dinge in vielen Situationen von uns, besonders hier auf der emotionalen Ebene und es geht ja schon ins Spirituelle, ich würde mal sagen spirituelle, emotionale Ebene, dass hier also wirklich unsere Wahrnehmungen sich wirklich verändern, dass das jetzt wie so, ja, die Tür hinter der Tür hinter der Tür, dass da etwas aufgeht, wo wir erst einmal erforschen dürfen oder jetzt so nach und nach sich erst sichtbar macht, was da vielleicht noch dahinter steht, was wir erstmal oder du, ich, wir für offensichtlich gehalten haben. Aber das ist noch gar nicht alles, weil es ist ja hier noch die andere Seite, die da wirkt. Das heißt, es können jetzt ganz viele, ja, ganz unvorhergesehene Dinge oder eben noch nicht, also nicht sichtbare Dinge sich ereignen.
oder sich zuerst formieren, transformieren, formieren. Also ganz spannend. Also bleiben wir auf jeden Fall in der Balance. Und das finde ich passt sehr gut, warum es auch heißt hier die Wochenbotschaft. Achte drauf, bleib in der Balance, weil hier passiert ganz viel, wie gesagt, auf der multidimensionalen Ebene. Und wenn wir da nicht selbst in dieser Balance sind, in der Herzenergie, in der Liebe, in der Verbindung auch mit dem anderen, mit dem Du, in das Wir hinein, dann würde uns das, glaube ich, jetzt richtig den Boden unter den Füßen wegziehen. So bekomme ich die Info, ja, dass wir einfach das beherzigen sollen, hier diese Präsenz sein, zu achten auf die Details, wirklich hier im Jetzt. Und gar nicht so viel nachdenken, okay, oder die Dinge so, ne, jetzt durch den Kakao ziehen, sondern wirklich zu schauen, wahrnehmen, was ist, aber jetzt auch nichts fix machen, ja, also sich daran nicht festmachen, sondern zu schauen, habe ich eine Stabilität, bin ich in der Balance, in dieser auch Freundlichkeit, Liebe mit mir und dem anderen, mit den anderen. In der Achtsamkeit, weil, wie gesagt, hier auf der tieferen emotionalen, spirituellen Ebene sich hier ganz viel ereignet. In der Parallelebene würde ich auch sogar fast sagen, ja, dass das ja wie hier diese, dass wir hier auf der multidimensionalen Ebene, dass da jetzt sich viel transformiert und öffnet und dass wir da einfach in dieser Herzstabilität bleiben. Ja, sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Dann schauen wir mal, was uns denn da auch unterstützt, also was uns hilfreich ist in dieser Energie, wenn wir, wie gesagt, das beherzigen. Und hier ein wundervoller kleiner Lemurien, also auch ein Angel Aura, der hat diesen auch, diesen, man sieht es jetzt schön, Gold, dieses Goldfeuer, dieses Lichtfeuer in sich, diesen Schimmer. Und der ist auch wirklich so, ja, so sanftes, grün, bläulich, helles, also so Pastellfarben, ganz wunderbar, aber noch viel durchscheinender, lichtvoller. Da sieht man auch so dieses, ja, Angel Aura, dieses Lichtfeuer und hat auch, wie gesagt, diese, ja, hellblau, bisschen leicht pastellgrüne Energie. Und das ist so ein Lemurien, Coach Andara, und der sagt ja hier schon, dass es hier auch ganz viel auch um eine ganz feine, hochschwingende Energie geht, mit Engeln, mit den Lichtwesen, auch so Ursprungscodes und auch eine Herzenergie auf einer ganz feinen, spirituellen Ebene. Und da schauen wir mal rein. Wow, ja, und hier kommt sie, das hilft uns und das ist auch ganz wichtig, the heart of source. Das heißt, wir sind direkt mit dem Herzen der Quelle verbunden. Das kosmische Herz sozusagen, andere benennen es auch als das Lichtzentrum, also wie das galaktische Zentrum, unsere Sonne, Zentralsonne. Auch der Tempel von An ist damit verbunden. Also das galaktische Herz, das göttliche Herz, der Mittelpunkt, das Zentrum. Ja, direkt mit der göttlichen Quelle einfach verbunden zu sein. Und so heißt es auch hier eben diese bedingungslose Liebe, Reinheit und genau Serenity, das sagt auch dieser Andara hier, diese Reinheit, diese Feinheit, diese hochschwingende Energie und Herzbotschaft. Genau, auch diese bedingungslose Akzeptanz und ja, alles anzunehmen, zu umarmen, also ganz, ganz wichtig, also doppelte Herzbotschaft, direkt sich immer wieder in die Quellenergie verbinden. Und das ist auch etwas, was wir nicht im Außen, also dass wir jetzt nicht, oh Gott, jetzt werden wir hier wieder upgraded, sondern nein, hier geht es wirklich auch direkt über unser Herzchakra. Denn über unseren Herztempel, über unser Herzchakra, da finden wir die Verbindung in diese göttliche Quelle. Also das ist das Tor
Ganz wichtig. Und das passt ja auch wieder schön zu dieser Wochenbotschaft, dass wir wirklich hier eins in dieses Einheitsenergie, aber nicht Einheit mit, also mit jetzt sage ich mal hier mit den menschlichen Aspekten, sondern mit den göttlichen Aspekten. Ja? Also Einheitsbewusstsein vom göttlichen Standpunkt her. Ja? Dieses Ich bin, wir sind all eins im göttlichen Licht, im göttlichen Herzen, also wirklich ja von Seele zu Seele den anderen in seiner Göttlichkeit sehen, egal wie er jetzt im Außen wirkt oder was er hier auf Erden für eine Rolle übernommen hat oder leben muss, also eine Aufgabe. Jeder, wir hier kommen ja mit unseren Prägungen, aber auch mit unseren Aufgaben, was wir jetzt hier in die Rolle, die wir hier erfüllen, ja hierher und trotzdem sind wir dahinter, also eben das, was nicht immer so offensichtlich ist, alle aus der göttlichen Quelle und verbunden mit der göttlichen Quelle, auch wenn du hier vielleicht manchmal das Gefühl hast, oh, ich fühle mich gar nicht mehr verbunden und irgendwie, doch, es heißt hier ganz klar, wir sind, du bist, wir alle sind auf jeden Fall verbunden mit der göttlichen Quelle. Das kann gar nichts trennen oder trüben. Und in dieser Woche besonders, und denk dran, diese Einstiegsenergie in die Aprilwoche hinein, die erste ist ja dann auch wieder so symbolisch für den Monat April, sehe ich das immer so ein bisschen als Leitfaden. Das heißt, über dein Herzzentrum, das ist in dir, was in dir ist, innen wie außen, oben so unten, die Gesetzmäßigkeiten. Geh über dein Herzzentrum, geh viel in die Herzverbindung mit dir selbst, in deinen inneren Herztempel hinein. Atme, verbinde dich und dort findest du die Verbindung zum Alleinssein, zu deinem göttlichen Ich Bin, zu deiner Herzlichtflamme, zum göttlichen Herzen. Denn unsere Herzlichtflamme, also energetisch, wird ja immer direkt von der Quelle versorgt. Es kann gar nicht abgetrennt werden. Denn wenn es hier jetzt im Körper, dann würden wir den Körper verlassen und würden dann wieder ganz uns als Seele und vergeistigen. Aber in der menschlichen Inkarnation muss und bleibt diese Verbindung ganz klar über unser Herzchakra bestehen. Ja? Und deswegen kann die gar nie getrennt werden oder verloren gehen. Also wunderbar, diese Herzenergie strömt jetzt ganz stark, also aus dem kosmischen Herzen, aus der kosmischen Quelle sind wir verbunden. Und geh, mach viel diese Herzmeditation. Und dann wirst du sehen, dass alles sich sichtbar macht. Also diese dunkle Materie und all das, was jetzt hier so im Verborgenen abläuft oder ja, nicht sichtbar ist, was gerade geschieht oder sich wandeln. Also ich nehme ja auch viel Wandlung wahr, viel, was sich jetzt gerade verändert, wo wir jetzt noch gar nicht im Blickwinkel haben, wo wir gar nicht sehen, was da noch alles passieren kann. Aber es ist positiv, also es passiert nichts Schlimmes. Ja, wir haben hier ja ganz viel Hochschwingende, also die Quelle an sich, dann hier auch diese Verbindung und Verbindlichkeit und diese unterstützende Energie. Es kann nichts passieren. Ja? Also ganz klar auch raus aus der Angst. Es wird im Moment ganz viel uns Angst gemacht. Ja, und jetzt und durch diese ganzen Geschichten, die da gerade passieren, die schlimm sind. Ja, aber bitte bedenkt, vieles ist auch wieder, ja, leider wieder auch so forciert von den Mächten da draußen. Ja, und dass es eben wieder hier viel Angst gibt und Leid gibt dann für viele Menschen. Aber bitte seid beruhigt, es wird hier, zumindest auch bei uns in Deutschland, nichts Schlimmeres passieren. Nein, ja, es kann natürlich, es kommen Umwälzungen, es passiert, aber schau mal, eben da wirkt ja auch was und das heißt ja auch, dass die geistige Welt und viele, auch wir selbst, das sind ja auch Anteile, Aspekte von uns selbst, die nicht sichtbar sind, die auf anderer Ebene jetzt arbeiten, wirken. Da wird was umgemodelt. Das wird sich verändern und zwar positiv. Wir kommen nicht in die totale Riesenkrise mit, oh Gott, ja, dann haben wir das nicht mehr und dann haben wir da Einschränkungen und so.
Ruhe, Ruhe, bleiben wir am Herzen. Es ist für alles gesorgt. Wir haben hier die Balance, die förderliche Unterstützung, die förderliche Energie. Das heißt, keiner geht leer aus, keiner wird jetzt irgendwie, nein, wenn wir auch da schauen, auch jeder, der jetzt ein Geschäft hat oder irgendwas, wir müssen gucken, dass wir da einer guten Balance sind, dass wir eben auch da das jetzt auffangen können, ein bisschen verändern, so dass es für jeden noch alles zugänglich ist, dass alles noch machbar ist. Ja, und deswegen auch diese Achtsamkeit, kein Tropfen verschütten, also auch wirklich hier in dieser Gleichberechtigung und in dieser Gerechtigkeitsenergie bleiben. So, ihr Lieben, jetzt schauen wir noch rein, da machen wir noch eine kleine Einschwingung mit der Energie und in meinem Energiependel, die kannst du auch bei mir bekommen im Shop, denn ja, die sind programmiert, sind ganz hochschwingende, das ist das Lichtheilerpendel hier. So, wir schauen mal rein. Was dürfen wir noch für uns energetisieren in dieser Woche? Ich bin gespannt, es sind ganz schöne, ja, wie so Reiki-Karten. Unseren Tag, wow, und das ist doch nochmal genau das, jeden Tag, every day. All of my interactions and decisions today are infused with energy, und zwar mit guter Energie. Das heißt, wir energetisieren jetzt unseren Tag genau, step by step, jeden Tag. Ganz wichtig, diese Achtsamkeit in der Präsenz sein, nicht im Morgen, nicht was ist nachher oder später, jetzt, 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 jetzt. Und wir bitten jetzt um diese Energie, auch die Interaktionen, Entscheidungen, dass alles positiv, ja, infused, also bestrahlt wird. Und wir energetisieren jetzt unseren Tag. Verbinde dich jetzt gerne mit hinein. Du kannst deine Hände reiben, eine Energie entstehen lassen, atmen oder sie auf dein Herzchakra legen. Und ich bitte jetzt die Energie, die höchste, lichtvolle, göttliche Energie, jetzt hier sich zu aktivieren für jeden von uns, jeden Tag dieser Woche und überhaupt immer jeden Tag. Und all die Aktionen, Dinge, die da geschehen oder Entscheidungen, die ich treffe, die wir treffen, jeder Einzelne, jeden Tag, jetzt, vom höchsten göttlichen Licht bestrahlt und durchflutet werden, sodass jeder Tag ein Geschenk ist, jeder Tag zum Besten wird. Und jeder Tag von höchster, lichtvoller Energie getragen und durchflutet wird, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe, die richtigen Begegnungen, die richtigen Worte finde in Gesprächen, die richtigen Verhandlungen aus dem Herzen heraus. Atme tief ein und aus. Wir bauen dieses Energiefeld auf. Spüre es hinein. Mein Tag ist jetzt gesegnet, jeder Tag in dieser Woche. Mit Licht und Liebe, mit den höchsten göttlichen Energien. Segne ich und bin ich auch dankbar. Und ich vertraue jeden Moment meiner Intuition, meiner Führung, dass alles richtig und gut in meinem Tag verläuft, jeden Tag. Göttliche Quelle, ich bin Licht von Licht und energetisiere jeden Tag mit Dankbarkeit und Liebe, denn ich bin und ich weiß, dass nichts mich fehlleiten kann. In diesem göttlichen Lichtfeld, in dieser göttlichen Liebe, ich bin eins mit dir, göttliche Quelle, eins mit allen Aspekten meines Seins, eins mit allem, was ist.
Atme, spüre die Energie, wie sie fließt. Und so schickst du jeden Tag, steh morgens auf und dann schau hinaus. Leg eine Hand auf dein Herz, die linke, und mit der rechten segnest du schon mal den Tag. Schickst das Licht voraus in den Tag. Sagst Danke für diesen Tag, dass dieser Tag zum Besten wird für alle, für mich und für alle, denen ich heute begegne, mit denen ich interagiere, alle Entscheidungen, alle Handlungen, alle Gedanken, alle Gefühle vom höchsten Licht der Liebe getragen sind. Und so ist es und so sei es. Amen. Wow. Welch eine wunderschöne Botschaft, finde ich. Und so passend und so, ja, rund verabschiede ich mich jetzt. Marame, sei auch du gesegnet. Und ich freue mich. Bis bald. Deine Estania.